Made with Unity von One Buck Games. Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo ja, Arcade-Spiel-Fans. Herzlich willkommen hier bei Nick Frei Zockt und einem Angezockt von meinem eigenen Spiel. So, die Musik ist zwar cool, aber wenn sie so laut ist und man sie eine Zeit lang gehört hat, dann nervt sie ein bisschen. Ja, das hätte ich noch ein bisschen besser machen können. Aber gut. Ich lasse trotzdem mal leise im Hintergrund mitlaufen. Ich hoffe, sie vertreibt euch nicht. So. Ja, das ist mein eigen entwickeltes Spiel in der Unity Engine. Vor 4 Monaten im Livestream habe ich das Pong programmiert mit Hilfe des Chats und der Community. Und jetzt habe ich es mal fertig gemacht, so mit Menü, mit Optionen, mit Dingen, wo ich lauter und leiser drehen kann, Musik an- und ausschalten kann, mit New Game, wo ich reingehen kann als Einspieler und wo ich reingehen kann als Zweispieler im lokalen Multiplayer. Und das heißt, ihr könnt zusammen mit einem Freund spielen, der kann über die Tasten I und K den Schläger steuern, ihr mit W und S den Schläger. So. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, hier unten, das ist ein kleines Goodie, auf das Pi-Symbol zu klicken. Das ist eine kleine Anspielung auf das damalige Filmprojekt Das Netz. Da gab es so ein kleines Pi-Symbol irgendwo unten in den Bildschirmen. Wenn du da drauf geklickt hast, hast du praktisch die Webseite gehackt. Ja, keine Ahnung. Das war damals ein Film, als das Internet rauskam, so nach dem Motto. Das an Anspielung darauf habe ich das gemacht. Und dann kannst du dazu gucken, wie der Computer gegen den Computer spielt. Das heißt, hier spielt gerade nicht ich. Das ist zweimal das KI-Skript sozusagen. Zweimal der Computer-Controller gegeneinander. Und das funktioniert auch, wie man sieht. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Das ist natürlich ein Lernprojekt von mir. Pongs gibt's wie Sand am Meer. Ist jetzt nicht irgendwie ein Spiel, wo ich sagen würde, da hat jetzt die Welt drauf gewartet und da können wir jetzt mal richtig Kohle mitmachen, um Gottes Willen, ja. Sondern das ist halt so ein kleines Hobby-Fun-Projekt gewesen, um zu lernen, wie Unity Engine funktioniert, wie man das Ganze dann am Schluss auch rausrendert, wie man alles hinkriegt, wie man Splash-Screen hinkriegt, wie man Menüs hinkriegt, wie man Musik lauter und leiser kriegt. Die Musik habe ich selber komponiert. Diese Ping- und Pong-Symbole, die ihr da hört, hier, also dieses Piepen, wenn der Ball irgendwas berührt, von mir selbst gemacht in einem Synthesizer. Und dann rausgerendert und eingesetzt. Die Lautstärke-Regelung haben wir programmiert, damit wir eben diesen schönen Slider haben, wo wir die Lautstärke einstellen können. Was habe ich sonst noch alles gemacht? Wir haben einen Winning-Screen gemacht. Was habe ich noch gemacht? Oh, heute gewinnt mal Player 2. Meistens gewinnt Player 1, aber gut, es ist halt, nix ist sicher, sagen wir es mal so. Was habe ich noch gemacht? Ich bin gerade am Überlegen, was ich noch gemacht habe. Also es ist halt nur ein LAN-Projekt, ja, nicht, dass ich jetzt irgendwie da große Hoffnung rein hätte. Wenn ihr es runterladen wollt, ich habe da mal einen Link in die Beschreibung gepackt, der führt zu itch.io, da ist ja auch von mir das erste Spiel mehr oder weniger damals hochgeladen worden, ich glaube 2017 oder 2018 war es, da habe ich einen Breakout-Klon gemacht, also so von so einem Breakout-Spiel. Damals habe ich die Physik noch komplett Unity überlassen, das heißt, der Ball, der ist einfach nur gedotzt und oder gebounced und ihr musstet den halt irgendwie steuern. Hier wird der Ball von mir selbst gesteuert. Sozusagen. Also, das ist keine KI mehr. Das Ding habe ich selbst geschrieben, das Skript, dass der da abprallt und wie er abprallen soll und dass er bei den Spielern beschleunigt wird und somit immer schneller wird und so weiter und so weiter. Das habe ich alles selber geschrieben. Wollte es diesmal nicht mit irgendwelchen automatisierten Unity-Geschichten machen. Ich habe versucht, die Spieler ein bisschen smoother zu kriegen, ist mir leider noch nicht geglückt. Die ruckeln sich noch eins, wenn der Ball zu langsam ist, dann sieht man die Steps, die sie machen, um dem Ball zu folgen.
Ansonsten, ja, ich bin mächtig stolz drauf, weil es mal eine Runde so ein komplettes Spiel ist. Also im Gegensatz zu dem Breakout damals. Das Breakout damals war einfach nur einen Rahmen hinklatschen, Bausteine reinklatschen, die Punkte zählen, wenn ich sie abschieße, die bei Kollision weggehen. Ja, wenn die Leben all waren oder die Punkte alle abgeräumt waren, war das Spiel rum. Und dann konnte man sagen, Neustart oder Quit. Und das war schon das ganze Menü. Also ich meine, hier ist es wirklich ein bisschen umfangreicher. Wenn wir hier reingucken, also wir haben hier richtig, wir haben hier New Game, wir können hier ein Spieler, zwei Spieler, das hat dann unterschiedliche Einstellungen, damit das Spiel startet. Wir können die AI gegeneinander spielen lassen. Wir können zurückgehen, wir können hier die Musik anmachen, die unter anderem auch von mir komponiert ist. Wir können die Lautstärke regeln. Es ist schon viel kompletter als Spiel, wie alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Und klar habe ich das Pong-Prinzip kopiert, die Spielidee sozusagen genutzt, weil ich jetzt gesagt habe, ich will die Technik mal üben, ein Spiel zu programmieren. Ich will nicht auch noch entscheiden können, ob das Ganze am Schluss dann Spaß macht oder nicht Spaß macht. Ich nehme mir mal ein Konzept, wo ich weiß, dass es Spaß macht, und das ist halt ein Pong-Spiel. Und naja, das denken sich viele, die anfangen zu programmieren. Deshalb ist Pong mit eins der meist kopierten oder meist programmierten oder nachprogrammierten Spielprinzipe, wenn du anfängst, eine Unity Engine ein Spiel zu lernen. Also wie man das halt macht. Macht man es halt meistens mit Pong. Ja. Entsprechend gibt es viel. Entsprechend ist das Ganze von mir natürlich auch kostenlos. Link zu itch.io, wo ich das Ganze hochgeladen habe, habe ich euch mal in die Beschreibung gepackt. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Grübeln. Was ich euch noch erzählen wollte. Ich wollte noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Ich habe dummerweise kein Skript. Es ist die erste wirklich runde Spielerfahrung, die ich gemacht habe. Also wo alles drin ist, was so ein Pong haben sollte, inklusive Multiplayer. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ladet euch einfach mal runter und testet es mal selbst. Das ist so mit die eigentliche Aussage zu dem Ganzen. Und gebt mir mal Feedback, weil ich aus dem Feedback natürlich auch ein bisschen lernen kann. Ja. Ist halt ein kleines Beizeitspielchen. Gut, ich will jetzt auch nicht hier tagelang oder so hier rumhocken und so. Ich meine, so, ich mag noch so stolz sein auf die Musik und noch so cool sein mit der Programmierung vom Ball und den Schlägern und der KI und den Menüs und dem Lautstärkeregler und dass wir die Musik ausmachen können und dass die gegeneinander spielen können. Mag ich noch so stolz sein drauf. Ich will euch damit jetzt aber auch nicht langweilen. Ich wollte euch nur mal sagen, das Ganze gibt's und weil es das Ganze gibt, wollte ich euch einfach nur sagen, dass ihr die Gelegenheit habt, das selber zu spielen. Und wenn ihr nicht mehr wollt, dann könnt ihr hier auf End klicken und dann ist es rum. Macht's gut. Bye bye.